Zuerst fliegt eine Münze. Sie entscheidet. Als erster in die Luft darf der ältere der Gebrüder Wright, Wilbur, zum ersten Motorflug der Menschheit. Der längste und zugleich kürzeste, 3,5 Sekunden. Der Höhenflug beginnt in der Provinz Dayton, Ohio. Mit einem handgefertigten Propeller träumen Orville und Wilbur Wright schon als Kinder davon, abzuheben. Als Erwachsene träumen sie weiter. Sie waren einfache Pfarrerssöhne und wie man sich denken kann, tadellos, sauber und außergewöhnlich höflich. Sie fluchten und sie tranken nicht. Ihnen macht eine andere Sucht zu schaffen. Wilbur schreibt, ich glaube, dass mich das viel Geld kosten wird und vielleicht mein Leben. Noch sind die Träume verwegener als die Technik fortgeschritten. Pionierarbeit. Besessenheit. Der deutsche Otto Lilienthal bezahlt dafür mit dem Leben. Lilienthal stürzte mit seinem Gleiter ab. Und als die Wrights feststellten, dass seine Berechnungen ihnen nicht weiterhalfen, da fingen sie eben selbst an. Zwei Schuppen in den Dünen von Kitty Hawk am Atlantik. Hier bauen die Fahrradkonstrukteure Wilbur und Orville ihren ersten Flugapparat in aller Abgeschiedenheit. Familie Wright hält nicht viel von der unnützen Bastelei. Die Familie dachte, sobald sie in Kitty Hawk sind, im Sand und in der Sonne, lassen sie es sich gut gehen, vertrödeln die Zeit. Tatsächlich bauen die Wrights hier nicht nur ihre Flugmaschine, sie erfinden gleich das Testgerät mit. Den Windkanal, ein Meilenstein der Technik. Sie nannten ihren Windtunnel auch die magische Kiste, weil das Gerät das Geheimnis des Fliegens preisgab. Test im Sommer 1902. Noch hat das Fluggerät keinen Motor, aber steuern lässt es sich. So sind die Wrights im Wettbewerb der Pioniere einen Flügelschlag voraus. Doch die Brüder müssen zurück nach Dayton. Mal wieder Geld verdienen mit Fahrrädern. Für Propeller geben sie es aus. Viele Menschen denken, dass das zwei Fahrradmechaniker waren, die irgendwie über das Geheimnis des Fliegens gestolpert sind. In Wirklichkeit haben sie 6 Jahre gebraucht, um die Gesetze des Fliegens zu entdecken. 17. Dezember 1903. In Kitty Hawk soll ein Testflug stattfinden. Sturm zieht auf. Um 10.35 Uhr war es soweit. Orville war an der Reihe. Wilbur hatte ja vorher seine Chance mit seinem Flug. Er dauerte ja nur 3,5 Sekunden. Nun war Orville am Zug. Als er das Halteseil kappte, rollte das Flugzeug in einen starken Gegenwind von 30 Meilen und hob mit einem Speed von 7-8 Meilen ab. Er hob ab und flog. 36 Meter in 12 Sekunden. 12 Sekunden auf dem Weg zu den Sternen. Nur wenige erlebten das Schauspiel mit. Ein Foto dokumentiert die Sensation. Ein Gruß an die Familie. Heute 4-mal geflogen, sind an Weihnachten zu Hause. Sie haben gesagt, dass sie es schaffen würden, und sie haben es geschafft. Und wenn sie sagten, dass sie etwas anpacken, dann zweifelte die Familie nicht mehr daran, dass sie es erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Sommer 1904. 5 Minuten kann die Maschine inzwischen fliegen.
Ausgerechnet beim ersten Pressetermin herrscht Windstille. Das war sehr frustrierend. Fliegen galt immer noch als Wunder. Die Menschen glaubten einfach nicht, dass sie wirklich geflogen sind. So erntet ein Europäer die Lorbeeren. Als Vater des Motorfluges galt zunächst Alberto Santos Dumont, der seine Übungen öffentlich vorführte, 300 Meter weit. Einige tollkühne Europäer flogen auch, aber ohne echte Kontrolle über ihre Maschinen. Sie riskierten Kopf und Kragen, denn sie verstanden längst nicht so viel vom Fliegen wie die Gebrüder Wright. August 1908. Jetzt zeigen die Wrights ihr Können in Europa. In Frankreich führt Wilbur der Welt vor, was es heißt, fliegen. Höher und weiter als jemals zuvor. Das hatte die Menschheit seit 1000 Jahren versucht. Und diese einfachen Männer schafften es. Dass sie die Grundlagen des Fliegens begriffen, das war schon unglaublich. Ein Monat später in Fourmies. Orville fliegt vor interessierter Prominenz, auch aus dem Kriegsministerium. Die Maschine wechselt den Besitzer für eine stolze Summe, $30.000. Und dann der erste Passagier der Luftfahrt, ein erwartungsvoller Offizier. Die Maschine stürzt ab, der Passagier stirbt, der Pilot überlebt. Orwells Absturz in Fort Myer quälte seinen Bruder Wilbur. Er glaubte, wenn er da gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Trotz alledem, der Ruhm der Brüder Wright ist nun nicht mehr zu trügen. Auch wenn sich allzu bald das Militär weltweit des friedlichen Traumes vom Fliegen bemächtigt. Genau so, wie sie ihr Flugzeug bauten, mit Hilfe des Windtunnels und der Testflüge, bauen die Menschen auch heute noch Flugzeuge. Bis hin zu denen, die nur noch im Computer konstruiert werden. Die Gebrüder Wright haben das Fundament gelegt für alles, was danach kam. Und sie haben es so gut gelegt, dass alles Weitere ein Kinderspiel war. Orville Wright mit seinen Großneffen, 20 Jahre nach Kitty Hawk. Der Traum hat sich erfüllt. Das Spielzeug ist geblieben.